Wunderbar. Schön, dass ihr hier seid zur nächsten Sendung hier in Lingenheim, Hochstetten, in der La Piazza bei Giovanni. Und meine heutigen Gäste sind Fabian Schleusener. Und mein zweiter Gast, auf den ich mich auch sehr freue, ist Paul Nebel. Heute eine kurze Ansage, haben wir mehr Zeit zum Reden. Es gibt viel zu bereden. Fabian, fünfte gelbe Karte für Paul. So weite Fahrten nach Kiel und so ist nichts für Paul, oder? Könnte man meinen. Wir sind tatsächlich geflogen am Wochenende. Von dem hat er sich vielleicht ins eigene Fleisch geschnitten. Gibt es da einen Direktflug? Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten eine private Maschine nach Kiel ab Mannheim. Und, direkt auf dem kleinen Flugplatz auf dem ganz kleinen, ja. Ja. Direkt in Kiel gelandet. Stell dir mal vor, du spielst in Kiel. Da fliegst du jede zweite Woche, musst du irgendwo, das ist eine halbe Weltreise. Oder meinst du, sie können immer fliegen, überall hin? Aus Kiel, hierher? Aus Kiel, egal wohin, ne? Ich glaube, da überlegst du jetzt zweimal, ob du für einen freien Tag dann in die Heimat fährst oder fliegst. Ja, Da musst du wahrscheinlich mit den Gegebenheiten vor Ort dich vertraut machen. Die größte Tageszeitung hat geschrieben, wir dürfen nicht sagen, wer es ist, aber die BNN hat geschrieben, die fünf gelben Karten kommen nicht von ungefähr. Kleiner, giftiger Nebel. Zieht sich das bis in die Kabine oder geht's bei ihm? Ja, man muss ja, das ist ja auch ein bisschen Therapie. Ja, nee, ich muss sagen, ist ein sehr, sehr sympathischer, umgänglicher Typ, der auf dem Platz doch mal manchmal etwas wilder ist, also im positiven Sinne wild. Ja, kann man schon auch applaudieren, absolut. Die letzte Karte wäre nicht gerecht gewesen. Ja, war, laut ihm war es eine Fehlentscheidung. Was? War ja, eine Fehlentscheidung? Ja, also sehe ich, habe ich so gesehen und ich habe auch mit dem Schiri nach dem Spiel darüber geredet und er hat sich, ja, hat auch zu mir gesagt, dass es ihm leid tut. Ja, ich habe ihn halt wirklich ganz, ganz wenig nur berührt und er hat sich dann fallen lassen und geschrien. Aber so ist es manchmal im Fußball. Ich habe es mir auf jeden Fall, wäre lieber in Kiel dabei gewesen und hätte der Mannschaft geholfen, ja, als zu Hause zu sitzen. Stimmt, kann ich verstehen. 24 Spiele, 5-mal gelb. Fabian, 24 Spiele, 2-mal gelb und die noch zu Unrecht. Ganz anderer Spieler, kann man so sagen, oder? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja. Hast du schon mal rot gekriegt? Boah. Glattrot noch nie. Ah, okay. Ich glaube, ich habe ganz, ganz früher mal, ich weiß gar nicht, ob das noch Jugendbereich oder so, damals lange. Bei mir Amateurbereich noch waren, mal eine gelb-rote bekommen. Aber da sonst noch nichts für. Nein. Zum Spiel selbst. Ausgangslage war Kiel 43 Punkte, wir 35 Punkte, HSV auf 3, 41 Punkte. HSV verliert. Leider haben wir nicht. Trotz gutem Spiel, diszipliniertem Spiel, haben wir es nicht geschafft. Bisschen unglückliches Tor, oder? Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, du hast richtig gesagt. Unterm Strich ein recht ausgeglichenes Spiel. Gerade die erste Halbzeit sehr taktisch geprägt, wie man so schön sagt. Vielleicht Verhalten beide Mannschaften. Und ich glaube, wir hatten nach der Pause eine Viertelstunde, 10 Minuten, wo wir nicht so gut drin waren. Da passiert dann auch das Gegentor. Und ich glaube, ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen. Durch die Viertelstunde, die Kiel da wirklich ordentlich gespielt hat, muss man es einsehen und muss man weitermachen. Du startest, guck mal auf dich persönlich, sehr gut in die Liga. Schießt das in den ersten 5 Spielen 3 Tore. Das schöne Tor oder das Tor gegen HSV, 1-0. Und dann fängt das Team so ein bisschen an zu straucheln, was ja auch oftmals ein Stürmer dann mitzieht, was auch bei dir so ein bisschen war. Und das kann man schon so sehen, dass die Wirkung einer Mannschaftsleistung oft auf den Stürmer auch zutrifft oder Auswirkung hat, oder? Ja, ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Ich bin sehr gut in die Saison gestartet, ein paar Tore gemacht, ein paar Vorlagen. Dann kam eine Phase in der Hinrunde, die nicht so einfach war für uns als Mannschaft, für mich als Stürmer auch nicht. Ich habe trotzdem noch, glaube ich, 2 Tore dann gemacht. Man muss dazu sagen, dann gibt es einfach auch in der Mannschaft noch andere Stürmer, die es zu dem Zeitpunkt auch einfach verdient hatten, dann auch mal reinzukommen, zu spielen. Und
da rede ich dann nicht von einer Formkrise bei mir, sondern auch davon, dass es andere einfach gut machen zu dem Zeitpunkt, die es auch verdient haben zu spielen. Und deswegen war das so. Bei uns Stürmern ist es ja so, ich kann ja da auch davon mitreden, auf einmal fängst du an zu denken, du probierst Veränderungen herbeizurufen, herbeizuführen, wo es gar keine Veränderungen vielleicht braucht. Und auf einmal bist du auch gedanklich in so einer Spirale. Oder ist das jetzt bei dir nicht so gewesen, sondern hast gesagt, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich zu machen habe. Es läuft halt im Moment nicht so gut. Oder ich habe ein bisschen Pech. Die anderen sind im Moment gut, sie schießen Tore. Ich würde eher letzterem zustimmen. Ich glaube, ich fand nicht, dass ich in so einer Formkrise gesteckt habe, dass ich nicht mehr wusste, wo das Tor steht. Ich habe auch im Training noch gewusst, wo das Tor steht, habe meine Tore gemacht und wie ich gerade schon gesagt habe, die anderen beiden haben es richtig gut gemacht. Das muss man einfach auch anerkennen, haben sich es verdient, haben Tore gemacht. Darum geht es unterm Strich auch als Stürmer. Und ich habe versucht, mich im Training weiter anzubieten, da dran zu bleiben, dass ich auch im Training meine Tore mache. Du weißt, wie wichtig das auch ist, um dann im Spiel die Sicherheit zu haben. Und als Stürmer ist es dann so, dann wirst du halt letzte Woche eingewechselt und fragst dich danach, wie kamen diese zwei Tore jetzt auf gut Deutsch zustande? Und da gibt es andere Spiele, da versuchst du alles, machst alles und es kommt nicht mal zur Abschlusssituation. Weil beide Tore eine gute Bewegung vorher waren, wo es eigentlich fast klassische Mittelstürmer-Tore waren. Also ich zum Beispiel habe ja nie schöne Tore geschossen, aber das waren meine Dinge, so, wo ich sage, okay, da muss man rein und zack, dann ist es da. Und jetzt ist es so, jetzt spielen wir momentan mit einer Doppelsechs. Wir spielen es gut, muss man wirklich sagen. Ich bin diszipliniert. Wir haben hier gegen, wo du ja die zwei Tore auch geschossen hast, die ja auch gut tun, super gut gespielt gegen Kräuter Fürth, die ja auch sehr engagiert waren. Ist das, die Situation macht das nicht leichter, oder? Nee, ganz und gar nicht. Aber trotz allem geht es ja um die Mannschaft dann am Ende des Tages. Und auch die Doppelsechs oder die Formation, die gewählt wurde, hat uns eine gewisse Sicherheit wiederbekommen. Ich glaube, es war die letzten Jahre und auch dieses Jahr immer klar, dass wir nach vorne unsere Tore schießen können. Nur haben wir eben das eine oder andere zu viel, eine oder andere Gegentor zu viel bekommen. Und das haben wir jetzt geschafft, mehr oder weniger abzustellen. Und das tut unserem Spiel gerade gut. Und deswegen kann man das auch schon einordnen. Ich denke, das Thema sollte man jetzt aufhören. Nicht, dass du denkst, ich rede hier noch in eine Depression rein, oder? Hey, alles du bist ein überragender Mannschaftsspieler. Und ich glaube, da stehst du fürs Team. Und genau. Paul, jetzt noch mal kurz zu dir zum Fair Play. Weißt du eigentlich, wer führend in der Fair Play-Tabelle ist? Nee, das ist mir jetzt nicht bekannt. Ja. Trotz Paul Nebel, der KSC. Krass. Sogar ein paar Punkte vor. Aber es gibt einen schlimmeren Übeltäter noch bei uns. Weißt du, wer das ist? Ich würde fast sagen, unser Captain. Ja. Wie meinst du? Er hat schon einmal ausgesetzt. War einmal schon? Ach, gute Frage. Hat er schon ausgesetzt wegen einer Gelbsperre? Es war Leon Jensen, bevor wir hier weitermachen. Okay. Ne? Leon Jensen hat 7 gelbe Karten, aber wir führen immer noch 5 Punkte vor Kräuter Fürth. Und bist du schon mal vom Platz geflogen? Also damals in der Jugend bin ich ja immer vom Platz geflogen. Da wurde ich das ganze Spiel von einem Gegenspieler ein bisschen, sag ich mal, der wollte mich provozieren und ich hab mich dann auch provozieren lassen irgendwann und da war ich halt auch noch jung und daraus habe ich auch ein bisschen gelernt. Ja. Fabian, ganz kurze Frage nochmal dazwischendurch. Wer ist Letzter in der Fairplay-Tabelle? Letzter in der Fairplay-Tabelle, was meinst du? Also ich würde sagen Kaiserslautern. Ja, doch. Als Meister sowieso, komm mal noch. Nein, das ist Nürnberg. Seitdem du da weg bist, geht es da drunter und drüber. 4 rote Karten, einmal gelb-rot und fast doppelt so viele Punkte, wie wir haben. Wir haben, glaube ich, 47, die haben, glaube ich, 1 oder 93 Punkte. Habe ich nicht auf dem Schirm. Souverän Letzter. Was hast du mit Irland zu tun? Das habe ich jetzt irgendwo recherchiert, denke, was hat der Bub mit Irland zu tun? Meine Oma kommt aus Irland und meine Mutter ist halb irisch. Okay. Und meine Familie hat auch ein Haus in Irland. Deswegen so ein bisschen die Verbindung dahin. Und ich war auch als Kind öfters in dem Haus, was wir dort haben.
Und deswegen ist ja, Irland auch so ein bisschen ja, zweite Heimat so für, okay. für mich und meine Familie. In Galway, heißt das Galway? Galway, Galway. Galway. Warum, ja. warum? Wird das anders als Englisch? Das ist ein A, oder? Galway. Ah, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wieso, aber es wird auf jeden Fall Galway ausgesprochen. Okay. Ja. Auf jeden Fall ist da Wetter für Erwachsene, ne? Da windet es ohne Ende, ist Westseite und im Sommer 20 Grad, habe ich gelesen. Ja, also es ist wirklich nicht das beste Wetter, das muss man schon sagen. Okay. Es ist sehr regnerisch, das Haus ist auch, ja, ich sag mal, nirgendwo. Okay. Ja, Natur, Natur pur. Aber es ist schön, ja, man kann da auf jeden Fall gut, gut abschalten. Ja. Paul, jetzt kommen wir zum Ernst des Lebens, wir kommen zum Fußball. Du spielst eine tolle Saison. Wissen die Verantwortlichen des Mainz 05 das eigentlich, dass du so gut spielst? Ja, ich kann das natürlich jetzt nicht genau beantworten. Da ist man natürlich schon im Austausch, letzte Saison auch schon, okay. weil ich ja auch noch Spieler von Mainz 05 bin. Deswegen, da habe ich schon das ein oder andere ja, Gespräch. Ja, können wir was tun? Ja, ist es. Nein, wir brauchen die schon hier. Also ich bin befreundet mit Michael Tog und Fabrizio Haier. Und wenn ich die treffe, dann fragen sie mal nach dir. Und ich sage, geht so, fehlt noch ein bisschen was. Ne? Und in Karlsruhe kann er sich entwickeln, aber Mainz, weiß noch nicht so genau. Aber der Michael Tog war schon ein paar Mal da. Ja, habe ich auch mitbekommen. Die Jungs glauben hier nicht. Ne? Du, um die Geschichte mal zu erzählen, du hast ein Jahr hier die Leihe verlängert. Dafür musst du auch in Mainz ein Jahr verlängern. Und theoretisch musst du nächstes Jahr oder praktisch auch zurück nach Mainz. Ja, rein vertraglich ist es so. Ich bin ab Sommer theoretisch wieder Spieler von Mainz 05. Aber ja, ich meine, im Fußball geht es schnell. Ich habe immer gesagt, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe mich in Mainz auch sehr wohl gefühlt, muss man auch sagen. Deswegen, du, wir müssen mal gucken, wir wollen nicht über Vertragsgeschichten reden, aber ich sag's mal, wär's mal so ein Raum auch für unseren Sebastian Freis. Zweite Liga, falls Mainz absteigt, ja, vielleicht klappt's ja doch noch hier. Also wir würden uns alle sehr freuen, oder? Ja. Ah. Oder stell dir mal vor, Relegation Mainz gegen KSC, das wäre, was machst du dann? Ja, das wäre natürlich schon ein bisschen knifflig für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin ja jetzt Spieler vom KSC und das werde ich auch bis ich es nicht mehr bin irgendwann, werde ich da auch immer auf dem Platz 100% geben für den Verein. Und das kann man auf jeden Fall von mir erwarten. Wir hatten mal so ein Spiel mit dem KSC in Wattenscheid. Wenn wir nun entschieden, hat uns gereicht. Und Thorsten Fink hat uns mehr oder weniger abgeschossen. Und der ist zu uns gewechselt. Das hieß, er hat damit auf Europapokal verzichtet. Wir haben 5-1 verloren, war keine Meisterleistung. Die waren Vorletzter. Und, aber da hatte Finki uns nochmal schön eingeschenkt. Also der, charakterlich war der auf der richtigen Seite. Fußballerisch noch nicht so ganz. So wie wir uns im Moment präsentieren, ist das sogar machbar. Wir sind 6 Punkte vom HSV weg. Gut, Tabellenneunter. Kann man mal mit einem Auge da hingucken? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube, es bringt nichts, irgendwie sich immer zu sagen, wir sind so und so viele Punkte von da entfernt oder von da entfernt. Ich glaube, wir müssen einfach versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und das werden wir so angehen. Das ist, glaube ich, unser Ziel. Ich glaube, wir sind eine sehr stabile Mannschaft jetzt mittlerweile. Wie ihr schon angesprochen habt, sind wir jetzt auch defensiv ein bisschen stabiler geworden. Und ich glaube, wir müssen uns vor keinem verstecken in dieser Liga. Und das werden wir jetzt so die letzten Spiele jetzt der Runde auf jeden Fall auch so angehen. Fabian, wie siehst du es? Die anderen sind auch nicht konstant. Gebe ich dir recht. Wir spielen gut im Moment. Gebe ich dir recht. Ich meine, wir Spieler, wir schauen ja auch auf die Tabelle. So ehrlich muss man ja sein. Und wir machen auch über unsere Späßchen drüber. Ja. Ich glaube, das liegt in der Natur des Menschen, dass wenn es gut läuft, dass man dann natürlich nach oben schielt. Wenn es schlecht läuft, ist alles schlecht. Du weißt es ja selbst. Aber ich glaube, so wie Paul gesagt hat, wir können froh sein, dass wir uns jetzt gerade so stabil gefangen haben.
Wir können es mit jedem Gegner aufnehmen, da stimme ich Paul zu 100% zu, das haben wir auch schon bewiesen. Trotzdem, glaube ich, Füße am Boden lassen und Ball flach halten. Relegation kennst du? Ja. Mal gegen Aue verloren? Ja. Erzgebirge Aue. 1-1 in Aue, da hatten wir alle Hoffnung. Kurz vor der Halbzeit. Genau. Und dann macht Sören Bachtram sein Spiel des Lebens. Er hat 3 Tore geschossen, insgesamt in der Saison 4, aber alle am Anfang der Saison, hatte lange nichts getroffen. Das hat schon ein bisschen wehgetan, oder? So. Da hätten wir es schaffen können. Mal ganz kurz nur zu sagen, oder? Tat sehr weh. Also ja, tat richtig weh. Vor allem das 1-1 hätte gereicht. Das hätte durch die Auswärtstorregelung. Genau. Ja, genau. Noch. Nach dem Eckball. Eckball und Kopfballtor dann, genau. Kurz vor der Halbzeit. Genau. Und ich glaube, wir haben aber relativ zeitig dann schnelle Gegentore bekommen. Gut, aber was Bachtram dann gemacht hat, hast du nochmal getoppt. Ich wollte es gerade sagen, soll es geben, dass Leute während der Saison nicht so viel treffen. Genau. Da hängt der nackte Mann ist in Nürnberg, bist du da vor mir, oder? Letzte Minute in Ingolstadt. Ne, ihr habt ganz kurz 2-0 gewonnen. Genau. Dann 3-0 zurück. Thomas Oral war Trainer und dann kommt leider du. War das in der Verlängerung oder in der Original? War Verlängerung schon. War Verlängerung. 96 also, ihr wärt raus gewesen, ja. Definitiv. Ja. Boah, das ist so ein Moment, wo man denkt, auch wenn es mal nicht so läuft, dafür spielt man, dafür trainiert man. Das ist unvergessen, oder? Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke und die Videos sehe und verbindet einen auch extrem mit dem Verein. Und was Tore betrifft, sag ich mal, oder andersrum, wir spielen gegen Magdeburg. Im Hinspiel ein traumhaft schönes Tor geschossen. In der 11. Minute zum 1-0, 1-1 ging es aus. Ist leider nicht Tor des Monats geworden, ne? Leider nicht. Ich habe mir einen Monat ausgesucht, an dem viele die Idee hatten, Fernschusstore zu machen. Stimmt. War das zweite Mal nominiert tatsächlich. Zweite Mal im Trikot des KSC, genau. Aber hat wieder nicht sein sollen. Aber vielleicht guten Dinge. Du bist vor Hurricane Zweiter geworden. Ich weiß nicht, ob du da... Das wusste ich gar nicht tatsächlich. Doch. Aber Hurricane hat auch ein schönes Tor geschossen. Es waren 4 Weitschüsse über den Torwart und... du bist Zweiter geworden. Trostpreis. Was machen wir da, Paul? Nix, ne? Drittes. Ja, wie er gesagt hat, alle guten Dinge sind 3, glaube ich. Ja, genau. Genau. Du hast gerade Würzertz-Tor gemacht, ne? Ich glaube, das war dieses ganz besondere Solo. Ja. Und schönes Tor, muss man auch wie anerkennen. Wie sieht es aus am Sonntag? Magdeburg kommt, Abwehr, sie haben zwar nur 34 Gegentore, aber wenn ich es einmal gesehen habe, waren sie in der Abwehr sehr labil und unglaublich gut im Kontern. Ne? Hier haben wir ja mal 3-0 zurückgelegen, wobei wir super zweite Halbzeit gespielt haben. Hast du nicht da auch noch ein Tor geschossen bei diesem 3-0? Ja. Und so habe ich die immer in Erinnerung. Ist das so bei denen? Das hat sich schon gewandelt, der Fußball auch bei Magdeburg durch den Trainer, der sehr viel Wert auf Ballbesitz auch legt. Ja. Die haben Spieler in den eigenen Reihen, die wirklich gut mit dem Ball umgehen können. Viele 1-gegen-1 Spieler, eine gewisse Wildheit in der Mannschaft, also wird spannend. Wie siehst du den nächsten Gegner? Ja, ich glaube auch, wie Schleuse es gesagt hat, ein sehr spielstarker Gegner, die auf jeden Fall sich mit ihrem Spiel, also mit dem Spiel mit dem Ball identifizieren. Aber es ist auch ganz klar, dass sie auch viel Risiko nehmen, vor allem hinten um den 16er rum. Und ich glaube, so wie wir jetzt in den letzten Spielen gegen Lautern und auch Fürth vorne Druck gemacht haben, glaube ich, haben wir da auf jeden Fall auch gute Chancen, ihnen weh zu tun. Was mir auffällt, ob das in Lautern die zweite Halbzeit war oder auch beim Heimspiel gegen Fürth, wir waren spielerisch enorm stark. Ne? Weil wir einfach auch vieles mit Kurzpässen gespielt haben, was wir bis dato nicht so gemacht hatten. Habt ihr da das umgestellt oder hat das sich aus der Position des zweiten Sechsers ergeben? Ja, ich glaube einfach, dass wir generell eine Mannschaft sind, die natürlich viele Zentrumspieler hat von Natur aus. Und da haben wir uns jetzt ganz gut eingespielt einfach in den letzten Wochen. Und der zweite Sechser hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir erstmal hinten stabil sind, aber auch gleichzeitig so ein bisschen mehr Freiheiten haben nach vorne vielleicht, weil wir wissen, okay, wenn wir einen Ball auch mal verlieren, ist trotzdem noch einer hinten, der nochmal zusätzlich uns da irgendwie hinter uns einfach steht. Und ich glaube, dass wir deswegen auch einfach
auch mit Ball nochmal zusätzlich einfach ein bisschen ja, mehr Leute einfach im Zentrum haben und dadurch vielleicht auch diese Spielstärke nochmal ein bisschen besser ja, hervorkommt. Ist es auch für dich die 10 optimaler als rechte Seite, weil sich durch die Doppel-6 natürlich mehr Korridore aufmachen? Ne? Der Ball wird eher in eine Lücke reingespielt auf die 10 und du musst dich optimal platzieren, um dann weiterspielen zu können. Und dass das Spiel jetzt von der 6 auf die 10 oftmals geht, haben auch links und rechts die zwei die größeren Chancen, sich einzubinden ins Spiel. Ob das Sebastian Jung ist oder im Moment Herold, vorher ja Philipp. Ich habe das Gefühl, dass wir bessere Momente im Spiel bekommen. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich glaube, dass wir, das hat ja auch was mit Stabilität zu tun. Und ich glaube, dass es uns einfach gut getan hat. Und das merkt man auch, gerade auch die Außenverteidiger, die können einfach sich auch nochmal, weil wir natürlich jetzt auch mit einem offensiven Außen noch spielen, können wir das Zentrum auch mal ein bisschen überladen durch die zwei Spieler und nicht nur noch einen. Ich glaube, deswegen sind wir auch einfach so brandgefährlich nach vorne jetzt, weil wir einfach mehr Leute haben, die auch dann angreifen können, ja, als vorher vielleicht. Fabian, dein Lieblingsspieler, das möchte ich noch wissen. Dein Idol. Ja, hast du eins gehabt? Ja, viele tatsächlich. Echt viele? Immer viele gehabt. Ich hatte immer die am besten waren. Bei mir war es Gerd Müller. Ich wollte mal so gut werden wie der. Also was Fleiß und Hingabe für den Beruf angeht, muss ich sagen, ist es Cristiano Ronaldo. Einfach weil er alles dem Beruf unterordnet und Wahnsinn, ja. Nicht ohne Grund spielt er jetzt mit in dem Alter noch sehr noch, gut. Noch Fußball, macht seine Tore weiterhin. Macht viele Tore, genau. Sind die nicht sogar Tabellenführer? Das weiß ich tatsächlich gar nicht, da müssen wir Paul fragen. Al-Nassr oder wie heißt der? Nee, die sind nicht Tabellenführer. Ja, ich verfolge das so ein bisschen, weil ich auch Ronaldo sehr mag, so von seiner Persönlichkeit und wie er als Athlet ist. Und ich glaube, die sind momentan nicht Tabellenführer, ja. Kommen wir noch zum anderen Thema. Kannst du dich noch, ich habe ein Spiel gesehen, dein erstes Saisontor erinnern? Mein erstes... Als Senioren. Mein erstes Seniorentor müsste damals beim FSV Frankfurt gewesen sein. Ja. Mit der U23 von Mainz, glaube ich. Ja. Genau, überragender Paul Nebel habe ich geschaut. 1-0 hast du gemacht, ihr habt 2-1 gewonnen. Dank des überragenden Paul Nebel. Weißt du nicht mehr. Doch. Ja? Ist mir tatsächlich gerade eingefallen. Ich habe lange überlegt. Weiß nicht mehr wann, aber war in der Regionalliga. Für einen Verein, den sollte ich jetzt nicht so laut nennen hier. Für einen Waldhof Mannheim. Für Waldhof? Auch beim FSV Frankfurt. Echt? Cool. Wie sieht es am Sonntag aus? Noch ein Tipp für Sonntag. Ich weiß, ihr tippt normal nie, aber jetzt machen wir es nochmal. Ja, ich sag, wir gewinnen 2-0 zu Hause. Ja. Bei dir? Schließe ich mich an. Okay, gut. Können wir uns ja auf ein schönes Spiel freuen. In dem tollen Stadion mit tollen Fans. Und wie gesagt, die Zeit ist leider wieder vorbei. Es war ein kurzweiliger Talk, auch für mich und tolle Gäste. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder und da freue ich mich ganz besonders mit tollen Gästen. Euer Eddie Edgar Schmidt. Tschüss.